Willkommen bei Schlesien Journal. Heute besuchen wir das Museum zum Gedenken an die oberschlesischen Juden in Gleiwitz. Danach geht es mit der Caritas-Bibliothek on Tour. Wir besuchen mit dem Bücherbus die Grundschule in Tost. Doch das erst nach den Infos. In Raschau bei Oppeln bekam der alte Kindergarten einen neuen Glanz. Nach 6 Monaten Renovierungsarbeiten wurde der deutsch-polnische Montessori-Kindergarten am 6. März feierlich eröffnet. Die Kinder haben aus diesem Anlass ein deutsch-polnisches Programm aufgeführt. Damit haben sie sich bei den Mitwirkenden bedankt. Unter anderem bei dem Abgeordneten der deutschen Minderheit Richard Galler. Und dann durften die Kinder als Erste ihren neuen Kindergarten betreten. An diesem Tag waren nicht nur die Eltern mit dabei, sondern auch Vertreter der Kommunen und der deutschen Minderheit. Für den Verein Pro Liberis Silesie, den Träger des Kindergartens, war es ein besonderer Tag, denn er eröffnete neue Möglichkeiten. Das heißt, mehrere Räume, schöne Räume, wo Kinder ihre Ästhetik, ihre Inspirationen bekommen. Wir können mehr Kinder aufnehmen. Es ist einfach ein neuer Kindergarten, ja, weil es Grundsanierung gab. Gelder für die Grundsanierung wurden vom polnischen Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung zur Verfügung gestellt. Das Treppenhaus wurde aus Mitteln des Vereins gebaut. Schlittschuhlaufen für einen guten Zweck. Diesem Aufruf folgten 1200 Menschen, die am 6. März in die Eishalle nach Oppeln kamen. Für einen Sorte durfte man 1 Stunde Schlittschuhlaufen und dadurch auch die Aktion Großes Schlittern unterstützen. Die karitative Aktion veranstaltet der Bund der Jugend der deutschen Minderheit bereits zum 11. Mal. Wir haben die Kinderheime aus der Woiwodschaft Oppeln und das ist äußerst relevant jetzt zu sagen, dass diese Kinderheime nicht nur aus den Regionen, wo es die deutsche Minderheit gibt. Es gibt auch solche Kinderheime, die quasi beispielsweise in der Woiwodschaft Oppeln im Kreis Brzeg, im Kreis Nysa untergebracht sind und trotzdem sind sie ja herzlich willkommen hier bei uns auf der Eishalle Toropol. Und trotzdem machen sie ja sehr gerne bei dieser Aktion mit. Der Erlös vom großen Schlittern betrug über 2500 Zloty und kommt den Kinderheimen aus der Oppelner Wojewodschaft und dem kranken 9-jährigen Jerzy Romankiewicz zugute. Außerdem wurden auch Hygiene- und Schulartikel für Kinderheime gesammelt. Das Projekt wurde vom deutschen Konsulat in Oppeln finanziell unterstützt. Oberschlesien ist um ein Museum reicher. Die Stadt Gleiwitz stellte die gründlich sanierte jüdische Begräbnishalle zur Verfügung, wo das Museum zum Gedenken an die oberschlesischen Juden aufgebaut wurde. Und es ist die 5. Filiale des Museums zu Gleiwitz. Die Begräbnishalle am neuen jüdischen Friedhof zu Gleiwitz. 1903 nach den Plänen von Max Fleischer erbaut, diente sie bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Totenhalle für die Gleiwitzer Gemeinde. Nach gründlicher Sanierung entsteht hier ein besonderer Ort. Ma być to miejsce otwarte, oprócz tego, że do spotkań z ciekawymi ludźmi, do filmów, teatru, być może muzyki, ale też do kontemplacji. Pamiętamy, że jesteśmy w niedalekiej odległości od cmentarza żydowskiego. To nas też trochę skłania do tego, żeby myśleć może o tym, jak bardzo to nasze życie jest tu na chwilę. Możemy też łączyć te światy, myśleć o tym, co jest dalej, czy jest coś dalej, zadawać sobie te pytania takie egzystencjalne, filozoficzne. Myślę, że jest to dobre miejsce, żeby po prostu tak usiąść, odpocząć i zanurzyć się być może trochę we własne ciało, własny umysł i zadać sobie takie egzystencjalne pytania, po co to wszystko. Erste Veranstaltungsreihen und Diskussionsrunden laufen hier bereits. Die bislang verschwiegene Geschichte deutscher Juden kommt nun ans Tageslicht. Oni byli obywatelami Niemcami, niemieckimi i nie byli imigrantami, po prostu byli Niemcami, czuli się Niemcami, ginęli za Niemcy, tworzyli dla Niemiec, tworzyli potęgę Niemiec, tworzyli potęgę Śląska, później tworzyli potęgę Polski. Włodzimierz Katz fand weder im Warschauer noch im jüdischen Museum in Berlin Informationen zur Geschichte oberschlesischer Juden. Muzeum Polin pomija śląskich Żydów, nawet tych ludzi, którzy ratowali Żydów tutaj na Śląsku, też pomija, jako że to są tereny niepolskie. Także Śląsk jest traktowany jako tak troszeczkę z boku. In Gleiwitz finden nun oberschlesische Juden ihren angemessenen Platz.
Eine Dauerausstellung soll hier über deutsche Juden in Oberschlesien informieren. Wir wollen auf jeden Fall, dass diese Institution, diese Museumabteilung auch eine offene Institution ist. Wir wollen wirklich viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, Freiwillige, auch die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, einladen, dass sie zu uns kommen, dass wir die Projekte ausdenken, dass wir gemeinsam eben diese kulturelle, historische kulturelle Erbe von dieser Region gemeinsam pflegen. Wir sind im Moment in Europa takim, może zwrotnym. Trudno to dzisiaj jeszcze określić, ale na pewno wiele pojawia się pytań o naszą tożsamość, naszą narodowość, naszą religię i to trzeba w jakiś sposób eksploatować i mówić o tym, zadawać pytania, prowadzić dialog. Im Dialog um die Geschichte der oberschlesischen Juden stehen und Aufklärungsarbeit leisten. Das Haus des Gedenkens in Gleiwitz hat eine wichtige Aufgabe übernommen. Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgabe wollen sich die Gleiwitzer in jüdischen Museen und Instituten in Deutschland holen. Nun zu einem anderen Thema. Winterreise ins Bücherland ist ein Projekt der Caritas-Bibliothek in Oppeln und des Goethe-Institutes in Krakau. Mit einem Bücherbus ist die Caritas-Bibliothek on Tour und besucht Schulen in der Oppelner und Schlesischen Woiwodschaft. Es ist die Fortsetzung des Projektes Bücherbus auf dem Schulhof. Deutsche Bücher kommen direkt zu den Schülern. Anfang März rollte der Bücherbus in Tost an. Der Bibliotheksbus ist da. Ein außergewöhnlicher Unterricht erwartet die Kinder aus Tost heute. Eine Bibliothek auf Rädern besucht sie in der Schule. Jeder darf rein in die Bibliothek. Dadurch will man Kinder fürs Lesen begeistern. Ich glaube, die Kinder lesen gerne. Ich befürchte aber, sie haben zu Hause nicht so viel Zeit, um zu lesen. Ja? Aber in der Schule machen sie das sehr gerne und vor allem im Deutschunterricht. Also wir lesen ziemlich viel, vor allem Märchen. Und dann bearbeiten wir die auch, machen Theatervorstellungen und so weiter, ja, anhand von den Büchern. Und das macht ihnen sehr viel Spaß. Spaß hatten die Kinder bei dem Workshop. Dabei haben sie über die größten und schönsten deutschen Bibliotheken oder verschiedene Lesemöglichkeiten erfahren. Der Leiter des Workshops, Pfarrer Peter Talinski, führte auch vor, wie man Bücher richtig lesen soll. Außerdem erzählte er, in welchem Land die meisten Menschen Bücher lesen. Doch auch die Kinder berichteten von eigenen Erfahrungen. Ich liebe Baśnie, weil es sehr schöne Zakończenia, szczęśliwe. Ich habe auch verschiedene Baśnie, takie chude. Nie czytam zbytnio grubych książek. Ich liebe so eine fantastische Bücher und ich liebe Pferde. Und das ist mein Lieblingsbuch, wenn es Pferde und so Tiere. Der Unterricht war nicht nur für die Kinder etwas Besonderes, aber auch für die Lehrer. Denn mit solchen Projekten wird die deutsche Sprache gefördert. Wir möchten auch zeigen, dass Deutsch wirklich die Sprache ist, die dann auch Horizonte erweitert oder so, ja. Und so eine Stunde, so ein Unterricht ist wirklich sehr viel wert für uns auch, weil das zeigt, dass nicht nur Kinder lesen können, sondern auch die Leute hier rund und um uns rundherum, ja. Also das ist auch sehr wichtig, auch für die kleinen Kinder. Wir fangen natürlich klein an. Ich hoffe, wenn die erwachsen sind, lesen sie weiter, auch deutsche Bücher. Deutsche Bücher und die deutsche Sprache standen im Mittelpunkt des Workshops. Um die Arbeit der Caritas-Bibliothek zu unterstützen, wurden sie mit Lehrmaterialien vom Goethe-Institut beschenkt. Diese können nun auch die Deutschlerner ausleihen. Für die Schüler wurde ein Wettbewerb ausgerufen. Dieser ist mit dem Lesen verbunden. Als erstes durfte jedes Kind ein Buch aus der Caritas-Bibliothek ausleihen. Man merkt es, wie enthusiastisch sie damit umgehen und viele kommen und fragen, dürfen wir auch mehrere Bücher ausleihen? Natürlich, das geht ja auch, aber grundsätzlich konzentrieren wir uns auf ein Buch, damit sie dann zu diesem Buch seine Erinnerungen oder ein Bild malen oder etwas dichten oder einen Comic machen, als so eine Zusammenfassung des Gelesenen. Das überlassen wir dann schon den Kindern und ihrer Kreativität und der Kreativität auch der Lehrer. Eine solche Kreativität wird belohnt. Nun haben die Kinder 2 Wochen Zeit, um das Buch zu lesen und etwas für den Wettbewerb vorzubereiten. Danach werden die Gewinner gekrönt.
Der Bücherbus besucht noch im April einige Schulen in den beiden oberschlesischen Woiwodschaften. Das Projekt wird auch im Herbst wieder fortgesetzt. Weitere Infos bekommt man in der Caritas-Bibliothek in der Ulica Spitalna in Oppeln. Und uns gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.